Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Ark Nomaden. Das letzte Mal haben wir den Tabejara hier gezähmt zusammen. Und wir sind nach wie vor in derselben Gruppe unterwegs. Die Wullemaus ist da, der Anubis, der Balu, der Sanitöter, der Xar. Habe ich jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Servus. Moin Moin. Hi. Servus. Hallo. Und hier ist stockdunkel, aber es wird hoffentlich bald hell. Jo, danke. Und der Tabejara. Zunächst einmal, wir müssen uns ganz groß entschuldigen. Ich habe die Folge beendet. Die letzte. Und als ich auf Ende gedrückt habe, habe ich gedacht, scheiße, Moment, das war Nomaden. Wir haben einen Regelverstoß begonnen, wir haben uns nicht anständig benommen. Wir waren irgendwie im PvE-Modus sozusagen und haben nur noch überlegt, wie kriegt man das hier hin, weil der ja so eine ungünstige Position hatte. Und dann haben wir hier tatsächlich eine Säule hingebaut mit Ceilings oben drauf. Das haben wir sofort rückgängig gemacht, wie ihr seht. Und jetzt hängt der Anubis hier mit dem Quetzal und steht da oben drauf. Ist die bessere Variante, beziehungsweise die regelkonforme Variante. Bei Nomaden darf man ja keine Foundations, keine Säulen und dergleichen bauen. Da haben wir Mist gebaut. Sorry dafür, aber es hat wirklich nur ganz kurz gehalten, das Ding. Ich hatte kaum auf Ende gedrückt, da haben wir schon gemerkt, Moment, da stimmt was nicht. Anubis, du kannst aus meinem Vieh, wenn du brauchst, noch Primate raus haben. Also nach derzeitigem Stand brauche ich nichts mehr. Gar nichts mehr. Wenn das so weiter durchläuft. Du kannst eh nichts mehr raus. Komm, ist denn, so eben verdorben. Achso. Ist ja gut, dass ich das Parazell unterwegs gefressen habe. Ja, ja, passt schon. Also ich habe noch Primate, was 5 Minuten hält. Ja, aber. Also schon. Ich habe jetzt hier Primate drin. 5 Minuten um. 4 Minuten 37 noch. Ich glaube, hier pinkelt gerade ein Bronto, so gelb wie das Wasser ist, was hier runter plätschert. Da oben muss irgendwo ein Bronto pinkeln. Die haben da sicher eine dicke Party gefeiert. Besserweise wir. Irgendwann. Ja. Muss es halt mal wieder reißen. Ja. Da unten gibt es ja auch noch Metall in der Höhle. Sehr schön. Nehmen wir noch ein bisschen Metall mit. So krass aus. Oh ja, die Höhle, genau. Da könnte man eigentlich auch mal reinfliegen. Da, Vorsicht, da sind aber vielleicht auch mal Fledermäuse drin. Ja. Boah, ich bin schon am Futtern. Ach, Fledermäuse, weißt du. Komm. Vielleicht werde ich jetzt endlich mal den Koja-Nerven los. Der muss noch, der ist noch nicht fertig mit seiner Mission. Ja? Mich in den Wahnsinn zu treiben, das muss er noch machen. Wir werden jetzt gleich nochmal zurückfliegen. Das Rhino ist zwischenzeitlich ja fertig geworden. Habt ihr im Endscreen vielleicht noch mitbekommen. Und entsprechend, wenn wir das jetzt auch noch leveln wollen. Ich kann schon mal verraten, das haut einen Wahnsinnsschaden raus, das Tier. Das war eine sehr gute Anschaffung. Also hier ist gerade irgendeiner mit dem Peter durch die Hülle geflogen, hätte ihm ruhig mal helfen können. Das war ich. Ich musste nur landen, weil ich. So. Ihr seid direkt unten in der Bucht angelegt, oder? Ja. Yep. Am Fluss, an der Flussmündung. So, einmal. Boah, die halt aber was aus. Ja, noch eine 74. Eine 71 und eine 74. Hast du aber auch super Mäuse ausgesucht. Ja. Ich wollte ja, dass der davor schnell weg ist. Super. Du schwerst doch immer, dass er dich nervt. Also, ich wollte dir nur einen Gefallen tun. Dann beschwert er sich auch noch, weißt du? Das ist normal. Mach mir mal lieber die Fledermaus weg. Tu mal was für dein Geld. Ja, wenn ich nur bezahlt werden würde, wäre das echt toll. Sehr gut gemacht. So, jetzt levelst du auf Speed und dann ist er auch nie mehr der Koja-Nervende. Mach ich ja schon. Oh, diese Höhle ist echt schön. Die sieht jetzt richtig unheimlich aus mit dem Nebel. Und die Wandmalereien finde ich sehr interessant. Ja, diese Riesenhände, ne? Ja, ich frage nur, wer da seine Hände abgedruckt hat. Möchtest du nicht wissen. Und ich glaube hier auch nicht. Ein Pronto mit Handschuhe. Oh Mann. Ich komme hier auf sehr Ideen. Cool. Und ich war das ein Pronto, der schon evolutioniert war. Der hatte schon einen Daumen. Könnt ihr mir noch 2-3 Primate dran schaffen? Ach, jetzt auf einmal, ja? Wow. Ja, zur Sicherheit. Ich möchte auf Nummer sicher gehen, bitte. Brauchst du Hilfe? Nö. Alles gut. Wir sind nur aus der Wand gekommen, die Mistviecher. Holt jemand oder muss ich holen, Primate? Also ich bin bei den Booten, ich komme wahrscheinlich rechtzeitig wieder hin, also. Dann probiere ich eins zu organisieren. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich das veranstalten soll mit dem kleinen Peter hier, aber gehen wir schon hin. So in 10 Minuten. Du bist doch ein Profi. Ja, total. Nee, gar kein Thema.
mal eben schnell Primate, das ist doch nicht das Problem. Nee, nee, easy, easy peasy, kein Thema, kein Thema. Machst eine leichteste Übung, ersten mal. Ich hab mir jetzt bestimmt auch nur ein 71er Diplodocus ausgesucht gerade. Wenn zufällig irgendwo ein Kano oder ist wirklich ein einen rückwärts rumrennen. Ey, lass den Scheiß. Klappt auch hervorragend. Wenn ich mehr schucke? Ja. Was fragst du bei dem Treiben? Ja, okay, das. Freunde, ich hab zwei Prime. Ja, aber du bist 3 Kilometer weit weg. Ich leg jetzt mal den Diplodocus hier gerade. Wo bist du? Gerade beim Rhino. Ah, du bist ja, ich hab mal eine Probefahrt gemacht und hab mein Kano weggeböscht. Ist ja kein Problem, bloß man kommt zurück und Rhino weg. Wurde geklaut. Ich war nur um die Ecke. Oh, um die Ecke? Ganz kurz Regen. War nur um die Ecke. Macht mich fertig hier. Was denn da am. Jo. Ich hab auch 999 Schaden, bin ich ins Kano reingedonnert. Das ist Prime echt heftig. Das hat noch 8 Minuten, was im. Diese dummen Kombis! Ich will auch mal das Rhino ausprobieren. Das ist heftig! Das ist richtig heftig. Das Rhino macht auch ohne diesen Effekt halt 300 Schaden an einem Vieh, ne? Also, das ist unser absolut. Wenn man den. Den musst du wirklich nur auf Leben leveln. Und es ist easy. Naja, das, also. Stamina würde ich auch ein bisschen mitleveln bei dem. Nö, Stamina passt. Passt? Also 955 Toll. Schaden? Passt. Ja. Ja, der passt auf jeden Fall. Ich weiß schon, warum ich den Redwood eigentlich nicht mag. Aber er mag dich. Die Viecher da mögen mich sehr, ja. Bin dich zum Anbeißen. Man sieht nichts. Man wird von irgendwelchen Ameisen angegriffen hier. Schön, das kann ich den ganzen Tag machen. Ich hab vorhin Ameisen in aus der Nacht gekillt. Macht Spaß, ne? Ohne Fackel, also oh, ja. Und ich renn hinterher und fress die Leichen auf. Das ist ja nicht Teamwork. Oh, hier liegt ein Galli-Ei. Die einen machen Arbeit, die anderen, fressen. Ich hab gleich Primate Anubis, das kann sich nur noch um ein paar Jahre handeln. Okay? Ja, alles gut. Ich hab keins mehr drin in dem Viech und er frisst ein normales Fleisch. Alles wird gut. Mach dir keinen Stress. Nein, nein, gar nie. Niemals. Also Rhino alles Level? Muss man selber machen hier. Gar kein Problem. Wieso? Du rennst hier instant killen durch die Gegend. 6 Primate. Das langt. Hinter anderer Triplo mag dich schon. Ich komm gar nicht mehr hinterher. Wahrscheinlich kommst du an und das Viech ist fertig. Dann hau ich dich, dann ich zerleg dich in 1000 Stücke. Hast du gehört, das heißt das? Ja, langsam. Wo will er denn hin? Zu dir. Nimm schon raus. Ich komm nicht an. Bring dich an. Das ist doch kacke. Warte. Jetzt? Man kann nicht wegrennen, wenn man angefressen wird. Und ich kann hier nicht umdrehen. T. Ich bin doch schon da, ich bin doch schon da. Okay, kannst weg. So. Was? Na. Nee, oder? Ja, ich konnte nicht umdrehen, wegen dem scheiß Bären. Der hat mich einfach angeschlagen. Ich glaube, wir sollten das mit den Rhinos lassen. Das ist ja schon das zweite High-Level, was weg ist. Ich will mal ganz kurz für die Zuschauer, das hier nennt man Facepalm. Ich würde das eher Sabotage nennen. Aber kurz die Stille bei Koya, das nennt man Mikrofon muten und kurz aufschreien. Ja, gekonnt. Das Lachen eines Wahnsinnigen. So ungefähr. Das Lachen ein. Das war ein Wolf. Dieser Noob. Das war ein Bär, das war kein Wolf. Egal.
Bär! Du wirst doch wohl mit einem Bären fertig. Da steigt man ab und streichelt ihn tot. Ich würde mal sagen, Xar muss jetzt alleine einen Rhino. Da holt ein Rhino. Und jetzt okay, ich hole einen 120er. Moment. Mach das. Ich, ja, wir haben ja dann demnächst nochmal eine Aufnahme ohne dich, Koya. Da können wir ein neues besorgen. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ich, Ausgerechnet Xar, weißt du? endlich ist seine weiße Weste auch befleckt. Er ist nicht immer nur ist das schön. Ich wurde infiziert. Ich freue mich. Ich hab's geschafft. Ist das herrlich. Oh, you have tamed the Tamijara. Ich wurde koyifiziert. Rettet mich. Zu spät. Das Lied geht nicht mehr ab. So. Nicht abwaschen. Ich bring mal was mit. Hast du den Tapichara fertig? Ich bin noch bei dir. Nee, willst du noch irgendwas loswerden, oder? Nö, ich nehme ihn jetzt mit und flatter jetzt irgendwo hin, wo ich... Wo sind unsere Boote denn? Gib ihn nicht Xar. Immer geradeaus und dann den Fluss bis zum Meer. Einfach bis zum Fluss jetzt. Sehr cool, haben wir einen Tapichara ohne Sattel. Da sind wir aber alle froh. Und ein Rhino mit Sattel, was tot ist. Ja, und einen schönen Rhino-Sattel. Hast du den wenigstens gerettet? Natürlich habe ich den liegen gelassen, weil ich dachte, das Rhino und das Sattel ist doch so furchtbar nackt. Ja, das geht auch nicht. Weißt du, das Rhino hast du vom Dire-Bier fressen lassen, aber selbst bist du nicht vom Dire-Bier gestorben. Nö, dem habe ich dann aufs Maul gehauen. Den hast du dann aufs Maul gehauen, aber bist du erst auf die Idee gekommen, dem aufs Maul zu malen, als das Rhino dann da lag. Vorher abzusteigen braucht man ja nicht, ne? Genau. Ja. Halt ich bitte einen anderen Tribe. Ehrliche Antwort? Halt die Klappe. Ich glaube, du solltest deinen Würfel verklagen. Oh ja. Dafür sieht's gerade schön aus. Ein Screenshot, so. Was hast du hier ein Screenshot vom toten Rhino gemacht? Nee, hier waren gerade so schöne Lichteffekte im Wald. So. So schön aus. Friedlich, so friedlich und still. Das Spiel, das Wahnsinnige macht. Nicht mehr als sonst auch. Oh doch, da geht einiges. Man glaubt immer, das geht nicht, weißt du? Man denkt immer, mehr Wahnsinn ist nicht möglich und dann passiert sowas. Limmer geht immer. Du bist hier mit uns unterwegs, das solltest du wissen. Aber wenigstens Xar hat immer noch für diese Lichtmomente gesorgt, weißt du? Während alle anderen versagt haben, während der eine einen Spino aufstehen lässt, der andere mit falschen Pfeilen auf den Rex schießt. Weiß gar nicht, wer das war. Ich auch nicht, ja, also, ist mir völlig entfallen. Der andere, der 1000 Vögel auf seinem Gewissen hat gefühlt, ja. 1000 Mal ein schlechtes Internet hat und jedes Mal ausgelockt ist, weiß nicht. Baloo, der mitten im Fahren ins Meer fällt, weil er wieder mal einen Crash hat. Alles mögliche. Xar war dieser Lichtblick. Also, ich glaube, wir müssen Koya mal ein bisschen allein lassen, wenn er so eine schlimme Meinung von uns hat. Das war Absicht. Ich wollte auch dazugehören. Ich bin nicht genau. Darf ich auch mal irgendwas töten? Ich habe auch noch nichts gekillt. Aufnahmeprüfung bestanden. Du hast bestimmt auch schon irgendeinen Scheiß gebaut. Nein. Das haben wir nur schon längst wieder vergessen. Natürlich hast du das. Bestimmt. Nein. Doch, da müssen wir mal genau gucken. Irgendwas hast du auch gemacht. Na gut, ich habe mal einen Rex mal gekillt, den wir tamen wollten. Aber das war in Staffel 1. So, mein Kleiner. Du warst das du doch bestimmt, der in dem Anfangsstream dafür gesorgt hat, dass alle Dinos baden gegangen sind. Du warst Nein, das doch bestimmt. Nein, ich habe mich todesmutig auf die Haie gestürzt und bin dabei gestorben. So, lass ihn mal sitzen. Ich versuche ihn gerade abzupfeifen, aber meine Tastenkombi funktioniert nicht. Cooles Tier. Oh, Moment, dann mache ich das kurz. Koya, ich hätte noch ein Baby. Tu's nicht, Xar, tu's nicht! Oh, ich jetzt ein Kanu, soll ich dir mal bis zum Tapijara mitbringen? So, abgepfiffen, bitteschön. Boah, sieht das geil aus, warte mal, das ist ja ein mega Bild. Was sollte ich dachte? Boah. Ja, also mit Bola ist da nicht... Wow. Das ist ja schon ein halber Quetzi. Sieht ja richtig Alter, scharf aus. Das Ding geil. Das Vieh sieht ja richtig verschärft Movement aus. Movement Speed 136,5. Schaut mal gegen das Alter. Licht, also ne, von der gegen die Sonne quasi, wie das da durchscheint bei ihm. Sieht richtig Hammer aus.
Ganz, ganz schönes Tier, ja. Hat noch kein Symbol übrigens, wenn man dran geht. Ist noch ein leeres Bild. Oh ja, Nicoja, also, ich bring dir deinen Vogel wieder. Ein bisschen Blut verschmiert. Leben ist ja mäßig. Na gut, aber er trägt es immerhin 400 Kilo. Was tut ihr? Ein bisschen Blut verschmiert. Alter, das Ding ist bald tot. Ich bin da immer schnell. Ich mach mich wahnsinnig. Ah, ist das geil. Der war fast tot, der Vogel. Der war doch nur halb tot. Was habt ihr denn? Alter, weißt du. Das war jetzt aber nur durch den Kanu, der da hinten in der Ecke liegt, nah bei uns verboten. Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Was nennt man Sabotage, Koja? Koja in den Wahnsinn treiben. Mission erfolgreich. Mission accomplished. Sag mal, was zum Henker aus unter unserem Boot? Ach, wir haben Haie unter unserem Boot gefahren. Ganz viele Haie, ja. Ich versuche mich jetzt zu ertränken. Ich gehe Wasser. Mach das mal, das sind Haie. Mach das ruhig, das sind Haie. Moment, wir bauen uns noch eine Bank, damit wir auch hier angemessen zuschauen können. Die Longneck funktioniert unter Wasser nicht, Koja. Ich dachte, ich könnte es über Wasser. Ich dachte, ja. Warte mal, so müsste doch gehen. Ist denn, ja. Mit dem Bogen kannst du, also mit der Armbrust kannst du auch unter Wasser schießen. Oh, jetzt killt dann ich die, weißt du? Den Hai unterm anderen Boot macht er nicht. Ja, das ist halt ein Opa-Hai, der hat noch keine Zähne. Oder keine Zähne mehr, besser gesagt. Was denn? Die sind doch weg, die Haie. Unterm Crafting-Boot ist ein Hai. Den seine einer? Flosse guckt oben ins Haus. Ah, sowas aber auch. Moment, den kriegen wir auch noch. Oh, und nicht. Oh, da! Ich geh mal. Kinnas! Was denn? Was denn? Plesio Level 55! Du, der steht da schon seit 12 Folgen oder so. Das ist mir scheißegal! Ja, den wollten wir auch damals nicht haben. Ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht mal so eine schlechte Idee, der Plesio. Es ist aber halt ein verbuggter Plesio, das man. Naja, aber ohne Plattformsattel bringt der auch nicht wirklich was. Der ist kaputt, der wird sich da nicht rühren. Wir können den betäuben, das juckt den nicht die Bohne. Ich sehe nicht einen einzigen Plesio, wo denn? Komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir. Flieg einfach Richtung Meer raus, zwischen an dem Felsen da vorne. Der hängt da 10 Meter unter der Wasseroberfläche. An die einfach da an den Strand lang. Da einfach den Strand lang. Andere Richtung. Wie andere Richtung? Du warst gerade hinter mir in die Richtung gelaufen. Richtung Meer. Lauf vor. Bei unserem vierten Boot hinten, Koja. Ach, da. Den Träume. Egal. Da vorne ist er. Zwischen dem Felsen und dem Festland. Und da ist ein Manta. Passt, Koja, Manta. Ja, passt schon. Aber ja, Manti. Du alles Punkte, weißt du? Brauchen ja noch ein paar Level, erst recht mit. Was macht der denn da? Ist der an einem Tredobiten dran oder was? Moment, ich muss eben meine Armbrust. Ach, die Armbrust ist in irgendeinem Vogel, kann das sein? Ja, in dem du möglich. War das, den mich Anubis gegeben hattest? In welchem Vogel ist denn der? Weil ich habe in meinem keine drin gehabt. Kann dir auch meine Armbrust geben oder war das eine spezielle? Du warst mit deinem Vogel unterwegs. Mit Hui war ich unterwegs, aber den hatte ich ausgeleert in das Rhinoceros. Ich hoffe. Ja. Da? Was, wie? Rhinoceros, Inhalt vom Rhino. Ich habe eigentlich nur den Sattel mitgenommen und die Bolas, die drin lagen. Aber einen Crossbow habe ich keinen gesehen. Echt nicht? Wo ist denn mein Vogel? Wo habe ich denn den geparkt? Oben. Ist da noch irgendwo ein Hui? Ich glaube, da fliegt gerade einer mit Hui weg, kann das nein, sein? Nein, das ist der andere. Hui ist tot, ne? Nein, es gibt einen neuen Hui. Ach, es gibt einen neuen Hui. Es gibt einen neuen Hui, Hui 2.0 quasi. Wo habe ich den denn gelandet? Wir haben mittlerweile so viele Peters hier. Warst du nicht mit Redwing unterwegs? Ah, ist Hui. Nee. Redwing, das war ich. Hui habe ich. So, ich hatte mit Redwing. Oh, wieder eine Armbrust. Komm her! Durch mal. Nö, da ist auch keine Armbrust drin.
Wie denn reingelegt? Ich weiß noch, du hattest es gesagt. Mhm, und du hattest gesagt, dann danke, und dann, ja, ab dem Moment. Wir sollten auch mal wieder die Ballistas auffüllen. Die hier oben auf dem Dach hat 0 drin. Ja, die andere hat 13. Naja, dann hole ich mir halt eine neue Armbrust raus. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Bestimmt mit dem Rhino kaputt gegangen, jede Wette. So. Ich meine, ich hatte mich nämlich in das Rhino entleert, weil ich zu schwer war für den Vogel. Da war bestimmt die Armbrust mit dabei. Wäre so. Aber oh, ich habe ja noch eine grüne hier, sehe ich gerade. Passt. So, dann haben wir das. Hier unten war auch irgendwas. Ach, da waren die Bolas. Wo hast du die hingetan? Die habe ich in den Munitionsschrank geschmissen. Wunderbar. Dann bin ich wieder komplett. So. Wollen wir einen Nashorn zähmen? Ja! Ich, genau, ich will auch einfach was tun. Oh, diese Begeisterung. Schämt euch. Wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind drei? Also, wie wär's der Plesio? Ich glaube, wir haben doch bestimmt genug Rex-Eier mittlerweile. Wir können doch den Plesio zähmen. Nur die Frage, was du mit einem Plesio willst. Na gut, man könnte die Boote von unten wegfuttern. Doof nur, wenn alle jetzt mittlerweile auf dem Land unterwegs sind. Ja und, wenn die uns dann unter Wasser verstecken, sind wir auch safe. Das sage ich dir später. Wenn du lange noch die Luft anhalten kannst. Man kann mit dem Plesio auch fliegen, oder? Naja, wenn er schnell genug mit seinen Flossen schlägt. Oder wir Laura draufsetzen. Ja, dann fliegt er dir überall hin. Also, du bist betäubt ihn gerade. Was? So wie ich die Lage einschätze, wird er gleich schlafen. Per Faust? Nee, mit Pfeilen. Ja, per Faust langweilig. Ist die Todeswahrscheinlichkeit zu hoch. Ich will den haben. Oh, ich sollte auch auftauchen. Was? Jetzt müsste einer mit falschen Pfeilen noch draufschießen oder sowas. Anubis, du denkst an deine Stamina? Ja, ja. Ach, Stamina war doch überbewertet. Ich stehe hier im Wasser, da verbrauche ich kein Stück Stamina. Ich tauche nur ab und zu mal auf, hole Luft und dann gehe ich wieder runter. Und so weit bin ich vom Ufer nicht weg. Verdammt, das geht nicht. Das ist aber fies. Mal probieren. Ja, das geht nicht. Verdammt. Er will mich umbringen. Ich merk's schon. Nein, 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 nein. Ich wollte nur Experimente machen. Ja, ja, mit mir. Ist schon klar. Ich hab das schon verstanden. Wollen wir eigentlich mal das Rhino leveln gehen? Ja. Rhino leveln. Wir verbringen unsere Folgen hier voll effizient, merke ich gerade. Also, muss man mal ganz klar loswerden. Übrigens, da vorne sind noch zwei Plesios. Beide 35. Lieber den 55er. Ja, wir könnten ja schon mal drei jetzt sehen. Eine Unterwasserbasis oder so ist echt nicht schlecht. So eine schöne Submarine. Das Ding ist halt, dass mir wirklich ohne Scuba-Tanks immer. Naja, und das willst du da unten dann hinstellen, Plattformfahrer. Bitte? Was du da unten dann hinstellen willst, ein Plattformfahrer oder was? Nein, 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 ich meine wirklich als schwimmende Unterwasserbasis. Das Problem ist halt nur, die safe abzustellen. Da unten sind teilweise Spots von, was weiß ich, 50 Mosas auf einmal. Ja gut, safe Spots abstellen heißt in unserer Bucht. Also bei unserem Häuschen, wo wir, also Häuschen, bei unserem Gehege. Da müssen wir mal den Zehmkäfig vielleicht ins Wasser setzen. Noch. Genau, da müssen wir noch so ein kleines Außengehege dran setzen. Kleines, ganz zierliches. Er liegt. Ja gut, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Rexkibbel, oder? Dann muss einer kurz zurückfliegen zu unserer Außenstation und das Gemüse bringen. Ja, ist ja kein das Ding. Das soll ja nicht das Problem sein, das ist ja nicht so weit weg von hier. Ja. Also so eine Unterwasserbasis hätte schon was, die dann auftaucht und dann schön die Katapulte abfeuert. Ich bräuchte Mais dann. Das hätte also schon was. Also irgendwie haben die da was kaputt gemacht. Du hast was kaputt gemacht, was denn? Der Tapechara hat das gleiche Problem wie die, wie heißen sie nochmal, aus Scorched Earth, die Wasserbüffelviecher. Morella, genau. Was denn, dass sie keinen
kein Porträt haben, oder er was? Er macht genauso große Häufchen. Ach, er macht auch so schöne Riesen. Oh ja, oh, das sind Korinthen. Ein bisschen Verstopfung, der Kleine. Wollen wir mal. Ja gut, bei dem Rhinotops könnte man ja noch sagen, hier ist ein Wüstentier, muss sparsam sein. Also, wenn ich dran denke, was ein Dödi immer raushaut. Jetzt ja. Weißt du, wieso der Dödi so rund ist. Vor allen Dingen, wenn du schaust, was die kleinen Jerboas raushauen in Squatch. Interessant, jetzt ist auf einmal der Wald weg auf der Hauptinsel. Vorhin war er noch da. Nun gut, also wir haben sehr erfolgreich einen Tabichara gezähmt. Wir haben sehr erfolgreich unser Rhino gelevelt. Ja, es war wirklich gut. Geklappt. Ja, es war wirklich gut. Ich bin nur froh, dass ich es nicht war. Ja, meinem Vogel geht's auch super. Doch, der hat's ja schon wieder hochgeheilt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich hab ihn ja auch schon hochgeheilt. Ich hab ihn ja gut durchgefüttert. Mit Vertrauen, Koja. Kann ihm echt nichts geben, dem Kerl. Das ist unglaublich. Was? Ja, ich muss wirklich mal was umbringen hier. Du musst nicht Phil ersetzen jetzt. Warum nicht? Sonst langweilig. Okay, muss doch mal bei uns was draufgehen, sonst haben die anderen noch keine Chance. Du Vogelschänder. So, wir haben jetzt ein Plesio liegen, da müssen wir uns echt noch was überlegen, was wir damit machen. Da müssen wir aber auch uns im Offscreen ein bisschen besprechen, weil ganz alles wollen wir ja auch nicht verraten. Ist ja PvP. Also ein bisschen. Eben. Bisschen Tick-Tack muss ja noch bleiben. Wir sehen uns von daher in der nächsten Folge wieder und dann mal schauen, was wir uns bis dahin ausgedacht haben. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.